So, hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren kleinen SMW-Levelchen. Diesmal Fuzzy Twink von Stevie. Der hat auch bei dem, ob ich es jetzt richtig sage, ist die Frage, nicht Original Level Design Contest, sondern es hieß irgendwie anders. Ich habe es immer mit Original gesagt, das heißt aber anders, glaube ich. Es hieß, hab's vergessen. Jedenfalls hat er bei diesem Contest mitgemacht, von dem wir jetzt schon die Level von Sariel, von Naite, von Nico gesehen haben. Und Stevie hat jetzt auch noch sein Level mir geschickt. Und da gucken wir natürlich genauso mal rein. Ich muss nur gerade noch OBS richtig schieben. So. Okay. Und da gucken wir auch mal rein. Fuzzy Twink heißt das Ganze. Super Mario World 2222. Okay. 1987, 2036. Retro Studios. Okay, alles klar. Alles klar. Okay, so, there was no shrimp, kinda like how I never talked bad things about any barber, beat artists. Ich muss gestehen, ich verstehe leider die Anspielungen hier nicht, aber vielleicht ist es auch gerade einfach zu spät für mich, um etwas zu verstehen. Oberwelt sieht schon mal wieder fantastisch aus. Ich weiß gar nicht, ob die mitbewertet wird oder ob er sie ja praktisch jetzt einfach so, ja, gratis im Prinzip dazu gemacht hat. Dann bewertet wird ja im Prinzip nur das Level, ne? Aber nice Oberwelt, keine Frage. Und es muss ja für Stevie muss das ja enorm schwierig sein, da er ja viele Grafiken selber zeichnet und so in seinen Hacks, ne, und viele Grafiken dann auch von ihm speziell kommen, muss das enorm schwierig sein, was zu bauen, wo man nicht eigene Grafiken verwenden kann. Also, ne, das ist ja... Aber ich fand schon mal cool, dass die Fuzzies da am Anfang einfach da oben so als Deko rumgesaust sind. Da sind sie wieder. Das ist cool. Das ist alleine jetzt schon die ersten Screens. So, das ist, ganz viel ist einfach nur Deko und es macht einfach einen coolen Eindruck. Ey, es wird... Ich meine, jetzt kenne ich dann drei Level, nee, vier Level. Und alle haben so ihren Charme. Ne? Alle Level haben so ihren Charme. Es ist... Ich wüsste nie, wie ich da bewerten soll. Na, er ist jetzt zum Beispiel so dekorationstechnisch, hat er sehr viel reingebaut mit Dekoration. Aber auch vom Level-Design her hat er Ideen eingebaut, na, hier überall mit den Fuzzies, wo man dann hier weiterkommt. Es ist auch jetzt, also es ist jetzt schon einfach ein schönes Level. Hier dieser Fisch kommt immer wieder vor. Ich könnte niemals da jetzt eine Bewertung. Absolut nicht möglich. Jetzt kommt Lava dazu. Wow, wow, vorsichtig, Kollege. Ganz vorsichtig. Aber ich könnte auch so weitermachen. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte die Lava abwarten sollen. Okay, mein Fehler. Mein Fehler. Ach, wir hatten mit... Ja, dann tschüss, Yoshi Coins. Da wollte natürlich, ne, der... Oh, der geskillte Spieler, wollte ich gerade sagen, wollte da ein bisschen vor... Wollte da ein bisschen vorpreschen. Okay, ich sollte wirklich die Lava abwarten. Ich sollte spielen, wie es gedacht ist. I'm sorry. I'm sorry. Ich habe den Flow rausgenommen. Ich sollte nicht über Spinchumps mit den Viechern hier interagieren, sondern... wirklich die Lava abwarten. Das ist gesünder. Das ist deutlich gesünder. So.
Weil dann kann man jetzt nämlich hier ganz normal einfach drüber und hier drüber und... Wow, okay, alles klar. Oh, das ist auch interessant. Ich meine, jetzt kann ich ja schon mal drauf, ne? Und dann kann ich einfach hier rüberlaufen. Ah, okay, das geht nicht ganz runter. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Auch, also wie gesagt, auch dieses Level, jetzt kommt sogar so Abwechslung rein. Am Anfang war es Wasser, jetzt ist es Lava. Da kommt, oh, okay, die holen wir uns. Das ist dann die letzte. Dann hätten wir alle theoretisch gehabt. Haben wir leider nicht. Aber das ist Abwechslung, das sind auf jeden Fall wieder Punkte, wo ich sage, das ist wieder was, was zur Kreativität dazu gehört. Super schwierig jetzt zu vergleichen, ne? Super schwierig hier Level zu vergleichen. Ich will das auch gar nicht. Ich spiele das einfach und sage, ich habe Spaß an dem Level. Und gut ist, so, ne? Doch in Ordnung. Man muss ja nicht, hä? Okay, da kam ein Pilz. Und jetzt kommt noch so ein Abschnitt hier. Oh, ja, okay. Na, es ist, ach, ah, ich verstehe. Oh, ich darf mich da nicht. Er hätte mich. Ja. Das war nicht so klug. Aber das ist cool mit den Münzen, wo es so anzeigt. Hier musst du rein. Da bist du nicht sicher. Oh, Junge, der kam zu schnell, als ich. Als ich dachte. Okay. Oha! Okay, jetzt wird mich eine Frage brennend interessieren. Geht das jetzt noch? Geht das jetzt noch durch als, Original, dass man solche Abkürzungen nach dem Midway Point einbaut? Ist das praktisch legitim? Das würde mich jetzt wahnsinnig interessieren, weil ganz spontan... Ach, und die Plattform, auf der ich gerade fahre, ist die... Ist die legitim? Jetzt, das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, weil die Plattform und diese Tatsache, dass ich nach dem Midway Point eine Röhre jetzt bekommen habe, ist das noch... Im Rahmen der Regeln? Ich finde es gut, gar keine Frage, um Gottes Willen. Mich interessiert es einfach nur, weil so wie ich bisher die Regeln verstanden habe, dachte ich, es müssen wirklich ganz konkret klassische Level sein, ohne irgendwelche Elemente, die es in einem klassischen Nintendo-Level nicht gegeben hätte. Und das fand ich jetzt gerade interessant. Wait, wo gab es im Original diese große Plattform? Gab es die im Original irgendwo? Oh, jetzt bin ich schon wieder lost hier, ne? Ich glaube, die Plattform, das sind doch eigentlich die so schräg gefahren sind, ne? Die so schräg sind die gefahren und jetzt wurden die so gedreht und... Ist das jetzt noch legitim? Also, absolut grandioses Level. Gar keine Frage. Mich interessiert, wie gesagt, nur, ob das noch legitim ist. Das ist interessant. Das ist interessant. Gerne dazu eure Meinung in die Kommentare. Absolut schönes Level. Fantastisch. Danke, dass du es mir wieder geschickt hast, Stevie. Schade, dass ich dich diesmal, gerade jetzt, wo ich dich diesmal nicht in der Aufnahme drin habe, habe ich dann so eine Frage und ja. Okay, aber hier lasse ich es erstmal dabei. Vielleicht werden die Kommentare etwas schlauer. Wer also da eine Antwort drauf haben möchte, guckt einfach in die Kommentare. Bestimmt hat der ein oder andere, der sich da auskennt, was dazu geschrieben. Sehr schönes Level. Würde mich nur, wie gesagt, wirklich interessieren, ob das jetzt für den Contest sich im Rahmen noch bewegt oder ob das schon too much praktisch war. Weil wie kommt denn diese Röhre zustande, dass man... Das ist doch ASM oder irgendwas. Also ist es nicht irgendwas? Weil du hast den Midway Point und normal, wenn du den Midway Point lädst, ohne da hinten gewesen zu sein.
Deswegen der Pil das One-Up vor der Röhre. Ich verstehe, wie er es gemacht hat. Ich verstehe, wie er es gemacht hat. Okay, dann ist es kein ASM. Nein, okay, passt auf. Ich spule kurz zurück. Ich vermute es jetzt zumindest mal. Wie weit komme ich zurück? Genau. Hier ist ein One-Up vor der Röhre. Und dieses One-Up ist wahrscheinlich durch so durch diese unsichtbaren Blöcke entstanden, die man abläuft. Und wenn man die eingesammelt hat, sind die praktisch weg. Das heißt, jetzt, wo ich das One-Up ausgelöst habe, ich muss gar nicht mehr durch die Röhre gehen. Jetzt müsste schon die Röhre beim Midway Point freigelegt werden. Weil, genau, weil hier ist irgendwo, ich weiß nicht genau, wie er das machen konnte, aber hier sind irgendwo auch solche One-Up-Blöcke. Die sind unsichtbar, die sieht man nicht. Die siehst du nur, wenn du im Lunar Magic drin bist. Hier sind irgendwo so unsichtbare One-Up-Blöcke und dahinter ist praktisch die Röhre. Und diese, solange die One-Up-Blöcke aktiv sind, ist die Röhre nicht da. Aber wenn du hinten die One-Up-Blöcke einsammelst, werden die hier auch gelöscht. Und dann taucht die Röhre auf. Ich glaube, so funktioniert's. Und das ist dann tatsächlich ganz normal, im Prinzip klassisch. Das Konzept hat Nintendo zwar nie verwendet, aber es ist ganz normal klassisch. Insofern, ja, die Frage habe ich mir jetzt selber beantwortet. Das kann man machen. Das ist dann sogar, wenn ich es jetzt verstanden, also wenn ich es jetzt richtig verstanden haben sollte, dann ist das genauso umsetzbar. Okay, interessant. Interessant. Dann bleibt nur die Frage nach der Plattform. Ob die so, wie sie eingesetzt wurde. Ich kann mich einfach nicht erinnern, dass die im Original irgendwo vorkam. Bestimmt kam die irgendwo vor und ich bin einfach nur wieder lost. Keine Ahnung. An der Stelle, jetzt habe ich es noch ein bisschen analysiert. Die Frage habe ich mir, glaube ich, sogar selber beantwortet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da Detektivarbeit geleistet habe oder nicht. Nee, nicht sicher. Vielleicht funktioniert es so. Danke jedenfalls fürs Zuschauen und tschüss.